Ja, guten Morgen zusammen. Wir starten heute in den vierten Tag. Wir haben jetzt 7.30 Uhr. Ja, mal schauen, wo es uns heute hin verschlägt. Auch für heute ist nichts geplant. Auch heute fahre ich einfach wieder in den Tag hinein. Ja, würde ich mich freuen, wenn er wieder mitkommt. Und ich würde sagen, alles andere machen wir dann gleich auf der Strecke. Bis gleich. Hatte ich noch ganz vergessen zu sagen. Ja, Campingplatz kann man durchaus empfehlen. War eine ruhige Nacht, Sanitäranlagen waren sauber. Ja, war alles soweit okay. Und wie gesagt, dann machen wir jetzt mal ein paar Meter. Ja, jetzt haben wir genau 10 Kilometer auf der Uhr. Wir haben inzwischen Magdeburg erreicht. Der erste Teil der Stadtdurchfahrung war nicht so schön. Aber dann ging es wieder zurück an die Elbe. Jetzt fahren wir im Moment hier quasi an der Elbe entlang Richtung Magdeburg Innenstadt. Das sollen so 7 Kilometer sein. Ich weiß natürlich nicht, wie lange der Radweg jetzt hier weitergeht. Hoffen wir mal, dass es so bleibt und dass es nicht wieder hauptsächlich über Straßen geht, die sehr stark befahren sind. So wie am Anfang. Ja, Stadtdurchfahrt läuft bisher ganz gut. Jetzt habe ich diese schöne Stelle hier gefunden. Links neben mir liegt, glaube ich, der Magdeburger Dom. Den wollte ich die ganze Zeit filmen, habe aber immer gedacht, ich komme an eine bessere Stelle. Naja, jetzt bin ich hier eingerahmt, links von Häusern. Aber da sitzen leider Leute am Balkon, deshalb kann ich da nicht filmen. Ja, ich gucke mal, ob ich den gleich von einer anderen Stelle nochmal sehe. Wenn nicht, habe ich Pech. Aber wir sind ja eh wegen der Natur hier und nicht wegen irgendwelchen alten Kirchen. So, weiter geht's. Ja, hier können wir doch noch mal einen flüchtigen Blick auf die beiden Türme werfen. Wie gesagt, ich stehe hier unten am Elbufer und hier bleibe ich auch. Ja, ich glaube, denke mal, das wird ein Teil der alten Stadtmauer sein. Ein paar Meter weiter ist auch ein Schloss oder ein schlossähnliches Gebäude. Mal gucken, ob ich das auch gleich filmen kann. Aber wie gesagt, mich zieht es jetzt hier weiter an der Elbe. Was ich noch sehe, nehme ich noch auf. Und dann ganz schnell raus aus Magdeburg. Hier sind mir zu viele Menschen, zu viele Autos, zu viel Stress, zu viel Hektik. Ich will zurück in die Natur. Bisher verläuft die Durchfahrt ganz gut. So. Bin mal gespannt, wie wir hier noch rauskommen. Und dann bin ich glücklich. Dann hat die Durchfahrt super geklappt.
Ja, hier ist die Elbe in voller Pracht. Da hinten liegt Magdeburg. Ich hoffe mal, der Gröbster haben wir hinter uns. Die Durchfahrung hat wirklich super geklappt. Das haben die ganz, ganz toll hier gelöst. Geht die ganze Zeit links an der Elbe lang. Ganz, ganz toll. Ja. Jetzt fühle ich mich wohler. Zurück in der Natur. Ja, und hier ist einmal so ein starker Kontrast. Auf der linken Seite alles Industrie. Und wir fahren ja voll mitten durchs Grüne. Davon kriegen wir eigentlich im Grunde gar nichts mit. Also macht wieder richtig Laune, wunderschön zu fahren. Beschilderung ist auch mehr als gut. Ja, und hier so sieht es auf der anderen Seite aus. Rechts. Wie gesagt, dann kommt links die Elbe und dann auf der linken Seite von der Elbe ist dann Industrie angesiedelt. Aber was juckt uns die Industrie, wenn man solche Ausblicke hier hat? Wunder, wunderschön. Ist auch wieder so ein wunderschöner Pausenplatz. Also hier fühle ich mich wirklich wie im Radfahrerparadies. Wirklich, ich will nicht übertreiben oder so, aber absolute Glückseligkeit. Naja, hoffentlich geht es so weiter. Ich hoffe, man kann zu Hause den Reiher sehen, der da hinter dem Schilf steht. Da hat sich gerade ein Fisch da rausgeschnappt und gefressen. Und jetzt steht der da stockstill und wartet wohl auf den nächsten Fisch. Ja, solche Sachen sieht man hier am Wegesrand. Wirklich total imposant. Ein paar Meter weiter ist dann auch wieder so ein richtig schöner Pausenplatz. Ja. Ich glaube, die Filme werden zu Hause alle 3-4 Stunden lang werden. Keine Ahnung, was ich da rausschneiden soll. Ja, Snickers, und du möchtest auch gerne laufen, ne? Das machen wir jetzt. Der Reiher steht immer noch da, ohne jegliche Bewegung. So, aber uns zieht's weiter.
Ja, jetzt sind wir hier an diesem Wasserstraßenkreuz, das über die Elbe führt. Ja, und jetzt geht es da berghoch und das nicht zu knapp. Das wird nicht lustig mit dem Hänger. Mal gucken, wie ich da hochkomme. Ich denke mal, da ist wohl schwere Schieben angesagt. Ja, da oben sind da mal so ein paar Schilder. Ich hoffe, man kann hier sehen. Hier ist relativ duster drunter. Aber ich wollte noch einmal durchatmen, bevor ich die Steigerung in Angriff nehme. So, Lungenflügel sind wieder sortiert. Auch diese Hürde haben wir gemeistert. Sind über den Wahnsinnsberg drüber. Nein, Spaß beiseite. War nur ein Hügelchen mit 8%. Sah schlimmer aus, als es war. Bei nächster so. Möglichkeit geradeaus. Jetzt sausen wir hier am Wasserstraßenkreuz entlang. Mal schauen, wo wir hier auskommen. Wir sind hier mitten im Nichts. Naja, fahren wir mal der blauen Linie nach. Ja, mal eben eine kleine Information für unsere Statistikfreunde. Wir haben jetzt 9.40 Uhr. Ich habe jetzt genau 34,6 Kilometer runter. Ja, und ich fahre immer noch hier an diesem Wasserstraßenkreuz lang. Und so sieht es hier aus. Im Moment brauche ich überhaupt nicht treten. Ich roll hier mit 1-2% den Berg runter und kann hier ja, das Umfeld genießen. Es war gerade ein Auto lang gefahren, aber das ist eins von ganz, ganz wenigen. Auch hier ein ganz, ganz tolles Teilstück. Mein Gott, Teilstück. Ja, macht einfach Spaß, hier ja, so entlang zu rollen. So, zurück in der Tasche mit euch und ich gebe wieder Kniegas. Wenn ich das jetzt gerade richtig gelesen habe, sind wir jetzt hier an der Elbe-Havel-Schleuse. Aber da vorne konnte ich gerade nicht filmen, weil da eine ganz enge Brücke war, wo mächtig Autoverkehr war. Also da war nichts mit Filmen. Mal schauen, was wir hier noch für Bilder einfangen können. Ja, jetzt bin ich an diesen ominösen Punkt hier angekommen. Da hinten war ja die Schleuse. Drehen wir eben die Kamera. Aber da hinten ist leider jetzt die Sonne. Da war ja die Schleuse und hier treffen die beiden Flüsse sich dann. Ja, egal was das ist, ist ja nicht die Sendung mit der Maus, muss ich mal zu Hause nachforschen, was das ist. Ja, ich habe auf jeden Fall diesen Pausenplatz hier und hier mache ich jetzt schon Pause, genieße die Sonne ein bisschen und dann geht es gleich weiter. Ja, jetzt bin ich wieder an so einem Punkt, wo ich gerade kurz vorm Wahnsinn war. Ja, ich wollte euch mal was zeigen. Und zwar folge ich dieser Umleitung. Jetzt gehe ich mal mit der Kamera aufs Handy, mal gucken, ob ihr das sehen könnt. Ja. Na, hier wäre der Elberadweg und hier ging die Umleitung lang. Hier stand ein Schild, hier langfahren und dann kam kein Schild mehr. Und dann kam eine endlos lange Straße, ja, bis man dann wieder irgendwann mal hier ankam. Oder mal wieder ein Schild stand. Ja, da kommen auch zwei Radreisende, die auch wohl der Umleitung folgen und auch nicht wissen, wo es lang geht. Also war schon wieder eine lustige Aktion. Naja, ich bin jetzt auf dem Track zurück und dann fahren wir mal weiter. Ja, war halt wirklich so mit den beiden. Die haben mich gerade auch noch mal gefragt, wo ich denn lang muss und wie ich so gefahren bin. Ja, die suchen auch den Weg. Ja, ist schon recht abenteuerlich hier. Ja, jetzt geht es hier gerade über die guten alten DDR-Betonplatten weiter. Und dann mal gucken,
dass ich irgendwie gleich wieder dann auf dem Track bin. Und hoffe, dass jetzt wieder ein paar Umleitungsschilder auch kommen. Naja, wir ärgern uns nicht, dafür ist es viel zu schön hier. Wir fahren mal einfach weiter. Na, jetzt habe ich nur das Problem, dass ich auf der falschen Elbe-Seite bin. Da muss ich mal gucken, dass ich da gleich irgendwie rüberkomme. Aber ich fahre jetzt nicht wieder irgendwo zurück zur Fähre oder so. Ich bleibe jetzt hier. Wenn nicht, fahre ich kreuz und quer durch die Dörfer, bis ich irgendwann da rüberkomme. Naja, so kann es gehen. Tja, trotz aller kleinen Problemchen, die man mal so zwischendurch hat, immer wieder solche Anblicke. Hier ist es schon wirklich richtig schön. Das ist die andere Seite. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schön das hier ist. Ich habe zwar gerade so ein bisschen Angst, dass ich gleich irgendwann in Russland ankomme, weil es hier nur geradeaus geht. Aber die Ausblicke hier, boah, das ist der blanke Wahnsinn. Und hier ist nichts. Also wenn ihr die Tour fahren sollt, nehmt euch Wasser mit, nehmt euch zu trinken mit. Hier geht es nur geradeaus, Leute. Und es ist nichts. Nichts zu sehen, wo man mal irgendwo was trinken könnte oder so. Ich habe Gott sei Dank alles mit, daher brauche ich mich nicht beschweren. Ist nur ein Tipp an euch, nehmt Verpflegung mit. Hier ist de facto nichts. Boah, ist das herrlich. So, das ist auch die richtige Gelegenheit, mal den Kampfdackel so ein bisschen aus, dass er sich ein bisschen ausbauen kann. Hey, 10 vor 12, 65 Kilometer auf der Uhr. Links von dir in 2,5 Kilometern. Ja, und die Tour liegt links von dir in 2,5 Kilometern. Ja, so sieht's hier aus. Wir sind nach wie vor auf der rechten Elbe-Seite und immer noch nicht auf dem Track zurück. Aber das stört mich auch nicht. Hier sind auch schön. Und irgendwann werde ich schon wieder eine Möglichkeit finden, auf die andere Elbe-Seite überzukommen. Muss man gleich irgendwie eine Möglichkeit da. Ich wollte es gerade aussprechen, da kommt eine Bank. Da kommt eine Bank, da werde ich mir jetzt einen Kaffee kochen. Ja, kleines Zwischenupdate. Wir haben jetzt 10 nach 12. Ich habe genau 71 Kilometer auf der Uhr. Ja, und ich bin immer noch verloren im Osten. Keine Ahnung, wo ich hier rumfahre. Auf jeden Fall fahre ich in die richtige Richtung, aber bin weit weg vom Track. Mal gucken, wie ich da irgendwie wieder drauf komme. Ja, ist nach wie vor wunderschönes Fahren. Ging gerade die ganze Zeit auf diesen wunderschönen Deich entlang. Ja, und jetzt muss ich hier rechts runter vom Deich. Und jetzt, ja, weil hier neben uns ein Kanal läuft, weiß ich nicht, wie der heißt. Und da muss ich jetzt irgendwie rüber, damit ich wieder auf die richtige Richtung komme. Aber ich habe zumindest vorhin ein Schild gesehen, dass ich hier am Elberadweg bin. Also bin ich irgendwo richtig. Naja, also wieder zurück in der Tasche und weiter. Ja, wir haben jetzt 77 Kilometer auf dem Tacho. Und jetzt haben wir hier eine Fähre gefunden, die uns dann auf der anderen Seite bringt. Und dann kommen wir auch endlich wieder auf den Track zurück.
Naja, läuft ja doch irgendwie alles. Trotz alledem ist das immer ein ungutes Gefühl, wenn man nicht auf der blauen Linie ist, vor allen Dingen im Ausland. Naja, dann schauen wir mal. Ja, jetzt muss ich mal richtig durchschnaufen. Wir haben jetzt 5 Minuten nach 2:30 und es ging jetzt die ganze Zeit wieder hinterm Deich her, aber mit voller Granate Gegenwind. Ja, jetzt sind wir hinterm Deich, also an der Elbe, und hier ist windstill. Ist auch kurios. Aber hier ist auch wieder wunderschönes Fahren. Zwar jetzt ein bisschen anstrengend durch den Wind, aber alles sehr, sehr schön. Kann man wirklich nicht meckern. Hier kann man nur in den Genießermodus umschalten. Ja, ich wollte jetzt mal gucken, wenn die nächste Bank kommt, dann wollte ich mal langsam Ausschau halten nach einem Campingplatz. Weil bei 120 Kilometer oder so wollte ich heute spätestens Schluss machen. Mal schauen. Ja, wir haben jetzt 4:40, gehen jetzt auf die 94 Kilometer zu. Ja, so sieht es hier zurzeit aus. Weiß nicht, wo wir sind. Auf jeden Fall kommen jetzt ein paar größere braune Gebäude, die scheinbar ein bisschen älter sind. Da hinten ist auch schon wieder eine Burg. 10 Metern scharf links auf am Hafen. Ja, und rechts, das ist das Wichtigere für mich, wunderschöne Natur. Scharf links auf am Hafen. So,
Tja, soll ich da sagen, hier stehen ein paar alte Türme, mitten im Osten. Und ich weiß nicht, wo ich bin. Ich habe aber jetzt auch keine Lust nachzugucken. Auf jeden Fall muss ich jetzt wieder da lang, über diesen Holperweg. Oh, oh, oh. Oh, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das hier am Schuckeln ist auf diesen scheiß Kopfsteinpflaster. Ich hoffe immer, dass der Anhänger mir nicht auseinanderfällt. Straße folgen, danach 200 Meter rechts abbiegen auf lange Straße. So. Jetzt aber husch, 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 zurück in die Tasche und ich mach mal wieder ein paar Meter. Ah, da die Kirche noch für den Hans-Peter-Film. In 60 Metern links abbiegen. So, jetzt aber husch, husch. Ja, jetzt sind wir durch Tangermünde durch. Ich hatte, glaube ich, vorher gesagt Stendal, es war Tangermünde. Ja, da sind wir jetzt durch. War auch ein harter Kontrast zu der Altstadt. Und dann ist man durch so ja, Industrieanlagen gekommen, die alle stillgelegt waren, völlig verkommen und verrottet. Naja, da habe ich nicht viel gefilmt. Jetzt sind wir wieder zurück an der Elbe und es geht wieder hier am Deich lang. Mal schauen, wie lang diesmal. Ja, wir haben jetzt 15.44 Uhr. Ich habe jetzt 118 Kilometer auf der Uhr. Ja, und so langsam neigt sich der Weg dem Ende entgegen, hoffe ich. Jetzt muss ich mal eben vom Auto unterbrochen worden. Ja, ich habe einen Campingplatz gefunden. Allerdings geht da auch wieder keiner ans Telefon.
Also jetzt muss ich gleich mal schauen, wenn ich muss gleich noch eine Fährfahrt scheinbar machen und vor der Fähre versuche ich dann nochmal anzurufen. Wenn nicht, muss ich nochmal ein paar Kilometer weiterfahren. Das entscheide ich aber dann gleich an der Fähre. Ja, aber was ich euch noch zeigen wollte, die ganze Zeit gab es eigentlich nichts Sehenswertes. Da ging es hauptsächlich an der Straße entlang. Ja, jetzt habe ich hier mal wieder so einen schönen Park gefunden. Hier wäre auch eine wunderschöne Parkbank. Ist richtig schön angelegt, der Teich. Die Sitzgruppe da halt auch. Ja. Ja, endlich mal wieder was Schönes. Ja, jetzt muss ich hier wieder entlang. Und dann schauen wir mal, wo wir da auskommen. Ja, ich stehe jetzt hier an der Fähre. Ich hatte vorhin nochmal am Campingplatz angerufen, geht immer noch keiner dran. Aber ich habe auch nicht mehr genug Akku, um viele Experimente zu machen. Ich fahre jetzt einfach mal zu dem Campingplatz hin. Wenn nicht, dann muss ich mir eine andere Lösung einfallen lassen. Naja, jetzt stehe ich jedenfalls hier an der Fähre. Viel zu sehen gibt es nicht. Navigation funktioniert hier auch nicht, weil hier so gut wie kein GPS-Empfang ist. Ist im Moment nicht gerade so eine allzu lustige Situation. Ich hasse es abends immer, wenn ich nicht, keine konkrete Zusage vom Campingplatz kriege ich am Telefon, einfach irgendwo hinzufahren. Ja, das hatten wir ja vor 2 Tagen schon. Naja, was soll's, nicht jammern. Jetzt fahren wir mit der Fähre darüber, 10 Kilometer bis zum Campingplatz. Dann haben wir heute schon wieder 140, die Scheiße. Aber waren schöne 140. Schauen wir mal, ob alles gut ausgeht am Campingplatz. Ja, heute fangen wir mal ein bisschen anders an. Ich bin heute nach 141 Kilometern hier auf dem Campingplatz gelandet. Daten blende ich unten im Video ein. Ich wollte euch nur schon mal eben einmal den Platz zeigen, wo ich untergekommen bin. Ist sehr schön. Direkt hinter mir ist das Sanitärgebäude. Und ein Stückchen weiter, ja, da ist schon die Rezeption. Aber die ist nicht besetzt. Da muss man anrufen und dann kommt jemand, der einem Schlüssel bringt und Strom freischaltet. Ja, der Campingplatz hier übrigens heißt Campingplatz Schönefeld und der steht unter der Gemeindeverwaltung von der Gemeinde Kamon. Aber wie gesagt, die Daten blende ich unten ein und ich habe hier für die ganze Geschichte heute nur sage und schreibe 10 Euro bezahlt und habe noch sogar 2 Duschmarken geschenkt bekommen. Ja, so, jetzt trinke ich mir eben eine Tasse Kaffee und dann ziehen wir mal eben das Fazit zusammen. Ja, bei der Gelegenheit zeige ich euch noch mal eine Kaffeemaschine. Das ist hier so ein Aufsatz, wo ich dann noch zusätzlich einen Kaffeefilter rein tue. Den bräuchte man eigentlich nicht. Könnte man auch direkt unten das Kaffeepulver einfüllen. Ja, und dann läuft der Kaffee halt in eine schöne Thermoskanne. Ja, funktioniert sehr gut. Nochmal eben als Nachtrag. Der Aufsatz hier ist übrigens von Sea to Summit. Der kostet nur ein paar Euro. So ein Silikonaufsatz, den kann man schön eng zusammenknubbeln. Der kommt immer hinterher hier in den Topf mit rein, zusammen mit dem Gaskocher. Verschwindet die ganze Geschichte in einem ganz kleinen Täschchen. Ja, ist meine Reisekaffeemaschine. Hat sich bisher super bewährt. Ist eine meiner Neuanschaffungen.
Ach ja, ah, eben hier ein bisschen beiseite schieben, die Geschichte. Ja, kommen wir mal eben zum Tagesverlauf. Ja, da weiß ich gar nicht so ganz, was ich erzählen soll. Ich denke mal, auch da habt ihr die Bilder gesehen, heute Morgen bis Magdeburg und dann das Stück nach Magdeburg. Einfach Fahrradfahren der Extraklasse. Also anders weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. War einfach wunderschön. Ja, danach ist dann die ganze Geschichte gegen Nachmittag so ein bisschen verflacht, nachdem wir halt an diese komische Umleitung gekommen sind. Da mussten wir ja dann da elendig lang über diese ja, langgezogenen Landstraßen fahren. Ja, hinterher ging es dann wieder, als wir auf dem Deich waren. Da war es auch wieder wunderschön zu fahren. Ja, und zum späten Nachmittag hin ging es dann halt wieder teilweise sehr viel über diese kleinen Dörfer und über Landstraßen. Anteil war gering, der halt nicht ganz so toll war. Aber insgesamt ein ganz, ganz toller Tag. Ja, das einzige Problem, was ich halt heute jetzt zum zweiten Mal habe, ist die Campingplatzsuche. Das klappt im Moment hier in der Region überhaupt nicht. Ich bin heute auch wieder an zwei Campingplätzen abgewiesen worden, beziehungsweise an einem. Der eine ist halt Komoot schuld. Da hat Komoot mich zum Campingplatz geführt, der gar kein Campingplatz mehr ist. Da ist halt ja, der Campingplatz aufgelöst worden. Das war hinter so einem großen ja, Restaurant, Hotel. Die haben früher dann halt auch da Zeltplätze vermietet, aber die haben die Zeltplätze eingestampft und haben da drei Wohnmobilstellplätze rausgemacht. Ja, das war halt Position 1, Position 2. Ja, die sind halt überhaupt nicht anwesend gewesen. Da war alles total dicht, Jalousien runter, alles. Da stand auch kein Zelt oder Wohnwagen. Ja, da stand ich doof da. Also mit Komoot werde ich solche Sachen de facto auch nicht mehr planen. Ja, und dann habe ich angefangen wie wild über Google rumzutelefonieren. Die Campingplätze, die halt noch in unmittelbarer Reichweite waren, weil ich hatte ja schon 100 Kilometer am Tacho, weil ich hatte mir die anderen beiden Campingplätze halt zu Hause vorgemerkt, dass ich da gerne hin wollte. Gar nicht, war nicht zu Hause, sondern vorgestern, als ich die lange Tour schon gefahren bin, hatte ich geguckt, wo kann ich ungefähr hin. Ja, halt die Planung de facto schief gegangen. Wann es war, ist ja jetzt auch egal. Ja, dann habe ich halt rumtelefoniert. Und dann bin ich halt telefonisch auch bei einem Campingplatz abgewiesen worden und der andere ist halt nicht ans Telefon gegangen. Ja, und dann bin ich auf gut Glück halt hier hingefahren und hier, ja, bin ich dann auch erstmal rumgeirrt, weil hier keiner war. Die Rezeption war halt auch leer. Es sieht aus wie jetzt, dass die Jalousien alles unten waren. Aber da habe ich dann halt eine Telefonnummer gefunden, habe die Frau angerufen. Ja, und die hat dann hinterher jemand vorbeigeschickt, der den Waschschlüssel, also den Schlüssel für das Sanitärgebäude gebracht hat, zwei Duschmarken. Ja, und dann habe ich hier noch ein sehr nettes Gespräch gehabt mit einem Campingplatzmitarbeiter, der mal die Situation so ein bisschen geschildert hat, wie das hier auf den Campingplätzen abläuft und so weiter. Ja, war ein sehr aufschlussreiches Gespräch, aber dennoch frustriert mich die Situation so ein bisschen, weil ich bin heute das zweite Mal jetzt 140 Kilometer gefahren und ich habe zu sowas eigentlich überhaupt keinen Bock mehr. Ich will da auch nicht irgendwie jetzt hier den Larry machen, der meint, Kilometer schrubben zu müssen. Das ist einfach scheiße. Ja, ich habe immer eigentlich so das Tagesziel zwischen 80 und 100 Kilometer. Dann ist das ein gemütliches Fahren, dann ist das ein schönes Fahren. Heute war dann hinterher wieder ja, sehr kräftezehrend. Das geht unheimlich aufs Gemüt und am Kopf. Ja, und jetzt sitze ich hier und bin eigentlich total kaputt. Ja, jetzt trinke ich mir halt noch eine Tasse Kaffee. Das soll es dann auch gewesen sein mit der Laberei. Morgen geht es lustig weiter. Wie gesagt, insgesamt war ein schöner Tag. Den Tag werde ich mit Sicherheit so schnell nicht vergessen. Und ich hoffe, dass wir morgen auch solche schönen Bilder wieder zusammenkriegen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.